Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Ja, wir haben 25. Jubiläum für Fallout. Das bedeutet, bis zum 11. Wer noch nicht Fallout 76 gezockt hat oder es noch sich überlegt, kann es bis zum 11. kostenlos downloaden und auch bis dorto kostenlos spielen. Mehr Infos, wie gesagt, schaut auf die Bethesda Hauptseite. Gibt dann halt auch nochmal was mit Game Pass und ähnlichem, mit Prime und Co. Wie gesagt, will jetzt hier nicht alles ausführen, deswegen, ne? Gehört aber mit dazu. Wie gesagt, wer es jetzt noch kostenlos testen möchte, hat bis zum 11. die Gelegenheit. So, denn die nächste Sache ist, wir haben jetzt dadurch, dass Jubiläum ist, natürlich wieder auch ein Special Event, ist jetzt nicht neu in dem Sinne, sondern es ist an und für sich nur Angreifer aus dem All. Aber okay, gut, das dazu, Jubiläum beiseite gepackt. Jetzt machen wir erstmal das weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Hahaha. So, denn wir haben nämlich neue Weeklies und neue Dailies. Gehen wir erstmal einmal durch. Töte eine Kreatur, während du gut genährt bist. 20 Mal. Eine höhere Stufe, Goldsternchen, schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Alien-Angreifers. Irgendein, okay, kriegen wir hin. Schließe das Event Angreifer aus dem All ab. Schließe dich mit einem anderen Spieler einer Gruppe an. Schließe zwei Events ab. Schließe eine Daily Op in einem öffentlichen Team ab. Und zerstöre einen Fanatiker-Protektron, die man gut in The Pit finden wird. So, dann haben wir in den wöchentlichen drei Stufen, schließe eine tägliche Goldstern-Challenge ab, Expedition Feuer aus der Asche, sammle die Heilsbilder von gefallenen Gefangenen. Ja, letzte Woche hatten wir das mit dem Stahl, das ist jetzt sozusagen das Äquivalent dazu. Pflanze eine Feldfrucht in Werkstätten oder Camps, 25 Mal, schieße mit deiner Kamera ein Foto von General Zeta. Schließe die tägliche Challenge Angreifer aus dem All ab, 5 Mal, 10 Events, Daily Ops 5 Mal, 50 Trox und wiederholbar, naja, ist halt wiederholbar. So, des Weiteren, ich bin auch wieder weiter im Spielbrett gekommen, deswegen gibt es jetzt auch noch eine Spielbrettvorstellung. Auch da gehen wir jetzt gleich nochmal durch. Hey, heute so viel zu tun und zu viel zu machen und so, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja genau, hier unten war das. Denn es geht heute von 61 bis 80 hoch. Das heißt, da sind richtig schöne, coole Sachen dabei. Aber gehen wir erstmal bei 61 durch. 100 Goldbahn mitgenommen. So, dann haben wir Power-Rüstungs-Helmskin Gewerkschaft. Für den Rucksack sollten sie eigentlich am besten da zuschreiben, nicht noch Gewerkschaft in Klammern. Das irritiert die Leute immer. Dann haben wir Secret Service Lackierung Gewerkschaft. Auch kein Problem. Und für die Förstler nochmal ein Skillkartenpaket. Dann haben wir das Symbol von Danilo aus der Asche. Ne? Dann kommen wir zur Gewerkschaftsrüstung linker Arm. Und für die Förstler nochmal 5 legendäre Module. Dann haben wir die Ultrazit-Lackierung der Gewerkschaft. Dann kommen wir zum Skillkartenpaket und für Förstler 5 Atomraketen-Schlüsselkarten. Yay! Aber gleich wieder was Besseres. Automatik-Axt-Lackierung, Fanatiker. Dann haben wir 250 legendäre Scheine. Dann haben wir einmal die 150 Atome. Und für die Förstler die Fanatiker Striker Helm. Den anderen hatten wir ja hier irgendwo vorne. Ja gut, ich suche ihn mir jetzt mal nicht. Ich habe es da hinten aufgestellt. So, dann haben wir nochmal 250 Goldbahn. Eine Stahlbürste. Also Büste. Dann einfache Reparaturkits und 250 legendäre Scheine für die Förstler. Dann haben wir nochmal das Symbol fliegendes Auto. Und da kommen wir jetzt schon zum guten Stück Herstellungsgewerkschaftsrüstungshelm. Ne? Also sprich,
Jetzt ist die Rüstung einmal komplett. Und natürlich für Förstler der Score-Bonus. Dann Skillkartenpaket, die T65-Lackierung und 5 Lunchboxen. Signal, Beutetasche, Barke. Dann haben wir hier noch 5 Briefmarken und zu guter Letzt 150 Atome plus 250 Goldbarren. Gut, dann kommen wir jetzt erstmal, ja komm, machen wir erstmal was, bevor ich es wieder eh und je vergesse. Und zwar die Symbole. Die müssen wir jetzt aber raussuchen hier, weil wie gesagt, bei mir ist das ja mittlerweile schon ein klein wenig, ne? Also da haben wir einmal die 2 neuen Symbole. Ein bisschen größer, damit man sie halt auch mal sieht. Gut. Dann haben wir das. Und dann haben wir aber hier hinten noch ein bisschen mehr. Und ich sehe schon wieder, da ist schon wieder was nicht richtig geladen worden. Na gut, wir ignorieren das einfach mal. Nee, dich sollte ich jetzt mal nicht nehmen. Hier haben wir die Stahlbürsten. An und für sich wunderbar angelehnt an The Pit. Passt eigentlich wunderbar. Kann man sich jetzt ins Camp hängen, wie man möchte. Ist vollkommen in Ordnung. Ist nicht zu hässlich, ist jetzt auch nicht. Ist halt ein Dekorationswandgegenstand. So, dann haben wir hier einmal für die Secret Service Rüstung die Gewerkschaft-Lackierung. Einmal im Ganzen. Ja, ist okay. Wie gesagt, gefällt nicht jedermann, passt aber wunderbar ins Setup rein. Deswegen beschwert sich da auch keiner. So, und jetzt haben wir hier auch den richtigen Fanatiker-Helm dazu. Da jetzt ist das Outfit nämlich komplett. Und dahinter habe ich jetzt einfach mal nochmal die wunderschönen Bomsels rangehangen an den Rucksack. Gut, dann kommen wir hier einmal zur Ultrazit-Lackierung. Auch hier, wie gesagt, ne, schön mit Kill-Counter auf der Brust geritzt. Ich mag ja solche Details. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier nochmal die T65 im Ganzen. Auch die T65, wie gesagt, kann man eigentlich nicht meckeln. Und jetzt kommen wir zum Gesamtding. Und zwar zur neuen Power-Rüstung. Und zwar die Gewerkschaftsrüstung. Und jetzt hier im Ganzen einmal. Ja, designtechnisch optimal. Ich finde, passt wunderbar rein mit der Gasmaske oben. Wunderbar, auch relativ schnieke mit dem Stahl. Sieht halt richtig wie ein Stahlgänger aus. Die Werte basieren so T60, T51. Nur, dass sie nochmal einen Bonuseffekt haben. Und zwar, jetzt nehmen wir sie mal kurz raus hier. Damit man jetzt mal vergleichen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel nämlich das gesamte Set der Rüstung trägt, dann bekommt man nämlich nochmal 75 Trageinheiten dazu. Das heißt, ne, ohne kalibrierter Stoßdämpfer jetzt natürlich eingerechnet. Und dazu nochmal 150 Giftresistenz. Und das ist nicht gerade ohne. Und selbst die Werte können sich sehen lassen. Also wir hatten ja jetzt schon mal ein paar Mal so ein bisschen verglichen jetzt hier. Ich lege jetzt nochmal die Bagger dagegen. Ja, wenn man jetzt hier zum Beispiel bei der Brust 60, 60, 91. Ne? Und wenn man jetzt hier nochmal, ne, 115, 75, 90. Ne, dann merkt man das schon ungemein. Sie hat im Endeffekt nachher ein bisschen weniger Strahlung als jetzt zum Beispiel eine Bagger von Hause aus. Weil die Bagger ist ja an und für sich auch eher für strahlenbelastete Gebiete. Aber sie hat nicht gar keinen Strahlenschutz. Das macht aber der Gift relativ gut wieder weg. So, jetzt packe ich sie aber wieder weg, weil die müssten wir erstmal legendär ziehen und so. Ne? Und da fehlt noch einiges. Da müssen wir nochmal dran werkeln. Dann kommen wir jetzt zum letzten, nämlich die Auto-Axt. Auto-Axt mit Skin. An und für sich ganz cool. Ich habe sie jetzt auch schon im Stream ordentlich gesuchtet. Denn es gibt ein neues Achievement auf Steam, das da heißt, töte 100 Trogs mit einer Auto-Axt. So, jeder fragt mich immer, was ist jetzt sozusagen das Beste, was man auf die Auto-Axt machen kann. Also ich habe jetzt schon viele Auto-Äxte ausprobiert. Von der Modifikation her kann jeder nach Belieben spielen.
Dort ist es an und für sich egal. Ich nutze hier zum Beispiel gerne Feuer, also den Brennperk, weil man diesen halt mit Anfeuern kombinieren kann. Warnung, wenn man das mit Anfeuern kombiniert, nicht die ganze Zeit gedrückt halten, sondern ab und zu auch mal loslassen, weil, naja, es funktioniert nicht immer auf permanent. Deswegen habe ich mich zum Beispiel für Brennt entschieden. Anderer Grund, mehr Schaden, naja gut, die machen an und für sich alle mehr Schaden. Es ist egal, ob man Gift oder ähnlichem nimmt. So, zu den legendären Eigenschaften. Das hier ist eine Mutantentöters mit Beweglichkeit und schneller Zuschlaggeschwindigkeit. Also ich finde, die mit schneller Zuschlaggeschwindigkeit übertreffen alle anderen Waffen automatisch. Egal, was da für ein anderer Perk noch mit drauf ist, ist On-Demand cool. Man fährt sehr, sehr schnellen Damage und es haut einfach mega den Schaden raus. Deswegen, ich würde jedem empfehlen, schnellere Zuschlaggeschwindigkeit. Man darf aber nicht vergessen, es sind halt Kettensägen und Kettensägen zählen jetzt unter Heavy Attack. Also sprich, als wenn ihr ganz normal zuschlagen würdet. Also starker Angriff. Könnte man auch nehmen. Wie gesagt, ist halt Geschmackssache. Ich nehme aber lieber den Cast Speed drauf. Naja, Carsten ist es ja auch nicht. Oh wei. So, genug gefachsimpelt. Wir haben heute noch viel zu erledigen. Spielbrett haben wir jetzt soweit fertig. Das heißt, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen was mit der Axt. Damit wir jetzt auch mal ein bisschen Spaß haben hier. Ich muss ja sowieso noch viel machen. 10 Minuten habe ich jetzt noch. Das heißt, ich fange jetzt erst mit der Zuflucht an. Ich möchte ja auch wieder die Aufnahmen so ein bisschen splitten. Das heißt, wir sehen jetzt zu, dass wir schnell unsere Aufladung fertig kriegen. Damit wir in der nächsten Folge dann gleich die Asche besuchen können. Aber ich denke mal, das dürfte nicht das Problem sein. Und Alien kommt auch gleich noch. Eieieiei. So. Esme. Bonjour. Wenn das nicht mein... Ja, ich muss dich mal ein bisschen skippen. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Fangen wir damit an, dass du den Eintopf jedes Mal umrührst, damit er nicht anbrennt. Ja, ich weiß. Vergiss nicht, während des Kochens ständig zu rühren. Ja. Dann lass mich umrühren. Dankeschön. So, jetzt darf ich. Besorgen wir die Fleisch. Der Zutaten und bereiten sie vor. Mm. Du brauchst Karotten, Tatos, Karotten und das Pièce de Résistance, das Wildfleisch. Ach, das ist drüben. Tato, Tato. Ach, da liegen sie doch schon. Gut. Haben wir alles. Können wir einmal waschen. Außer Powerrüstung natürlich auch nochmal aussteigen. So wie jedes Mal. Einmal schnibbeln und einmal klopfen. Neulich hat ein Protektron gebellt. So, Zutaten rein, einmal umrühren. Verleihen wir dem Ganzen mit Salz und Pfeffer noch etwas Aroma. So, da haben wir Salz. Ganz ruhig umgucken. Man geht nicht wegen Kronkorken. Wer schmeißt Pfeffer in den Kühlschrank? Na egal. So. Tolle Arbeit. Ja. Dein Eintopf ist fertig. So, persönliche Note. Ich habe nichts zum Hinzufügen. Hier ist jetzt. Du wirst. Gibt heute nichts zum Hinzufügen. Keine. Gut. Erforderlich setzen. Dann können wir gleich nochmal Skippy anquatschen. Falls du gerade. Genau. Ja, ich bin immer voller Tatendrang. Erst recht heute. Rußblume. Ich brauche es, kommen wir mal mehr von mir. Glaubst du? So. Ein Foto von mir machen? Ja, komm. Entschuldigung. Klar, ich kann das Foto von dir schießen. Das weiß ich zu Wir müssen jetzt halt ein bisschen Gas geben. Klar. Und lächeln. Und bei der Flagge. So. Ich brauche Urlaub. Von allem. Ist sowas überhaupt möglich?
Das ist die perfekte Stelle. Wir können das Foto jederzeit schießen. Ja, dann fang an. Lächeln. So. Hab das Foto geschossen. Wie ist es Wunderbar. Gut. Einmal Foto geschossen. Gibt es jede Menge Vorräte, die fragst du dich auch manchmal. Dann einmal fragen, was wir brauchen. Stoff ist, wenn du Stoff. Schon in, ich bin in, das es ist mal was anderes als permanent Plastik. Es ist Stoff. Wenn du mal in der Klemme steckst, sind wir immer für dich da. Gut, Stoff. Stoff ist auch kein Problem. Haben wir auch alle da? Schön, dass du. So, bitteschön. Wie immer habe ich. Es wäre. Jetzt. Kann ich was für dich tun? Mich würde mal interessieren, ich weiß zwar, wo Ruths Blumen sind, hey, aber wo er Ruths mir anzeigen würde. Hey! Ja. Wo ich Ruths Blumen finden soll, das würde mich mal interessieren. So, jetzt können wir erstmal wieder in die Power Armor rein. Ja. Ich hab gehört, was wir wenigstens gleich die Batterien schon voll gekriegt. Ist lange her, ich weiß. Trotzdem bin ich froh, dass man mich an so, einen sicheren Ort wo meint er, Rußblumen zu finden? Bessie? Händlerbot? Okay, hier oben bei der Schwarzbrennerhütte ist eigentlich gar kein schlechter Ort. Ist gar kein schlechter Ort. Gibt immer schön Zecken. Das heißt, man kann sich dort auch mal ein bisschen mit Stimpaks versorgen. Durch das Zeckenblut. Deswegen, ja, ist okay, ist okay. So, dann wollen wir hier gleich mal die Rußblumen mitnehmen. Ich gehe aber erstmal hier auf die Säge und hole mir jetzt, wenn schon, denn schon. Ich sehe dich. Das war das für ein Geräusch. Ich bin getroffen. Ach, hab kein Wasser mehr. Oh, kann ich mich angreifen? Jetzt los. Schießen kann ich. Hä? Warum kann ich mit der Kettensäge nichts machen? Vielleicht noch. Hä? Ein bisschen Salz. Jetzt los. Muss ich noch eine Stunde warten. Ich kann meine Kettensäge gerade nicht benutzen. Mach die sauber, reparier das. Es hört nie auf. Ich kann meine Kettensäge gerade nicht benutzen. Aus unerfindlichen Gründen. Mal gucken, ob es jetzt ein Port lösen wird. Wieso kann ich meine Kettensäge nicht nutzen? Eieieiei. Nicht cool. Nee. Ich kann meine Kettensäge gerade nicht benutzen. So, das kann ich jetzt aber nur mit der hier machen. So. Und ich kann sie immer noch nicht benutzen. Hä? Was ist da jetzt kaputt? So, einmal das Foto von Bessie. Und den Händler Bob. Okay, ich muss gleich dann einmal reloggen, weil das haut ja jetzt nicht hin. Kann ich denn jetzt meine Kettensäge nicht benutzen? Naja. Ist halt so, wa? Würde ich sagen. Können wir nicht ändern. Jetzt muss ich aber hier zum Händlerbot muss ich ja jetzt ordentlich lang weit laufen. Hätte ich mir eigentlich auch hier gleich Rußblumen mitnehmen können. Nee, egal. Wie gesagt, an der Maus liegt es nicht. Kurz mal gleich neu starten. Mal gucken. Weil wir haben gleich Aliens und wollte ich mal mit einer Kettensäge ausprobieren. Gut. Dann geben wir das Ganze einmal ab. Ab in die Zuflucht. Und dann muss ich gucken, dass ich die Kettensäge jetzt repariere, weil sonst muss ich irgendwas anderes jetzt auf die Schnelle irgendwie nehmen. Oh, feia. Sowieso läuft es schon mal gut, ne? Es ist eine Menge Arbeit, hier alles auf Laufen zu halten.
Ach, mir fehlt noch ein Tyler Country. Ach ja, der Verkaufsautomat, Mensch. Verdammt, da fehlt mir jetzt noch mal was. Na gut, das Foto schießen wir dann, abgeben kann ich ja danach immer noch. Wie gesagt, jetzt drängelt die Zeit. Und mehrfaches Hin- und Herporten löst das gerade nicht. So, Verkaufsautomat für Munition möchte er haben. Ach, wisst ihr was? Machen wir mal kurz anders. Also, ich habe jetzt dreimal hin und her gelockt. Ich habe das Spiel komplett ausgemacht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Meine Kettensägenwaffen gehen gar nicht mehr. Also es kommt kein... Er nimmt die Kettensäge gar nicht jetzt in der Hand. Jetzt ist natürlich wunderbar. Jetzt kommt Angreifer aus dem All. Ich habe einen Termin und Zeitplan und habe damit jetzt nicht gerechnet. Na gut, ich nehme jetzt einfach einen Granatenwerfer mit. Schade, ich dachte, ich kann da jetzt mit der Kettensäge rumhantieren. So, müssen wir erstmal gucken, wo ist Angreifer aus dem All dann überhaupt aufgeploppt. Ach, da unten. Ja, muss ich einen Granatwerfer nehmen. Geht nicht anders. Ich habe noch ein paar Orbitalschläge jetzt mit eingepackt zur Not. Das ist halt alles Reserve eher. Also von daher. Ja, gut, dann ist das halt so. Dann machen wir das halt damit. Oh, siehst du, ich habe sogar noch einen Meisterhändler drin. Ne? Das wird mir nochmal ein bisschen was reinbringen. Abriss ist drin, Grenadier ist drin. Na dann, let's go. Achso, ja, ich muss es ja untersuchen, so war das. Verteidiger der Erde, ich bin Homer und ich werde euch bei dieser Invasion aus der Ferne helfen. Eure Aufgabe ist es, die Alien-Commander hervorzulocken und zu besiegen. Dadurch werden die Kraftfelder deaktiviert und wir können die Gehirnwellensauger zerstören. Achtet auf die Energieimpulse der Sauger. Die Extraktion von Gehirnwellen kann ein bisschen schmerzhaft sein. So. Ich hoffe, dass ich genug Granaten zusammenkriege, wenn ich hier genug Aliens zusammenknall. So, eigentlich müsste ich ja sowieso nochmal ein Foto machen. Drohne hat nicht gezählt. Aber ihr zählt auch schon wieder nicht. Jetzt. Da wird jetzt schon mal mein Foto drin. Hey, der Jetpack. So. Kurz mal ein bisschen hochstimmen hier. So, für dich habe ich auch einen. Hat mich der hier schon wieder festgefrostet? Du da hinten. Ja, ich habe gerade ein bisschen weniger Wahrnehmung als sonst. Oh, es geht. Es geht. Das sei denn mal halt 0%. So. Na komm, lad nach. Ich brauche noch mal ein paar Aliens hier. Aber heute ganz schön. Ihr habt die Aufmerksamkeit eines Commanders errichtet. Jetzt nicht nachlassen. Ja.
Ah. Merkt, die Antirüstung fehlt. Der Sauger kann jetzt zerstört werden. Mal probieren. Nee, geht nicht. Warum auch immer. Ab zum zweiten Sauger. Wir müssen dort einen weiteren Commander hervorlocken. Das gegnerische Raumschiff rekonfiguriert. Achtung vor Raketenschlägen von oben. Ja, kommt raus. Die schlucken heute auch ordentlich. Das ist ja der Wahnsinn. Sitzt ihr denn da hinten rum? So, du kriegst auch gleich nochmal welche. Da kann ich schon wieder keine Granaten schmeißen. Hier. Jetzt. So. Ich auch noch mal ein paar. Aber die fliegen nur Drohnen durch die Gegend. Kommt mal raus da aus der Ecke. Warum sind hier eigentlich heute so wenig? Waren das nicht schon mal mehr? Na gut, hier hinten verlaufen die sich ja sowieso immer im Wald. So, immer den Schüssen nach. Trifft auf jeden Fall die richtigen. Euch auch nochmal. Ach, schon wieder alle. Meine Güte. Jetzt habe ich aber keine dicke Waffe bei. Oh Mann. Das kann gegen den Endboss richtig übel werden. Zwei Commander beamen sich herunter. Kümmert euch um sie. Ach ja. Ah, komm. Kraftfeld abgeschaltet. Zerstört den Gehirnwellensauger. Wir sind hier fast fertig. Wenn wir den letzten Sauger zerstören, bleibt jetzt hier nur noch der Rückzug. Na wenigstens alle Blüten klappen noch halb so. So. Jetzt. Na komm. Die ersten zwei haben wir. So, die Frage, wo ist gerade das Flatwoods Monster? Gehört habe ich dich. Okay. Ich hab schon verstanden, du willst nicht sterben. So, nochmal sicher gehen.
Ah, hier so richtig schön viel Platz hat. Na, komm schon. Raus hier. Ist wieder weggesprungen. So. Einmal nachladen, bitte. So, jetzt kommt man hier ein bisschen schneller. Und nicht so verwinkelt hier. Nee, man sieht ja wieder viel. Das ist zum Kotzen. Das werde ich, glaube ich, gerade nicht schaffen. Zumal wir müssen ja noch einen ganzen Boss wegknallen. Braucht halt gerade einfach zu lange. Das ist aber auch blöd. Ich wollte mit der Kettensäge austesten und nicht mit Granatenwerfer. Der gegnerische General kommt. Vorsicht jetzt. Na, 18 Sekunden, das schaffe ich nicht. Da bedrücke ich den zu wenig. Offenbar haben die Invasoren ihre Forschung abgeschlossen und gehen aus eigenem Antrieb. Nächstes Mal halten wir sie vielleicht rechtzeitig auf. So. Das ist zum Kotzen. Ich kann dich nicht bekämpfen mit Nahkampf, Bild und Kettensäge. Moment. Machen wir mal anders. Es ist sowieso gerade fehlgeschlagen. Ich bin gerade sowieso schon stinkig. Ja, warte kurz. Geht gleich weiter. So, ich nehme mal hier die Grognax-Axt. Ist zwar jetzt keine Kettensäge. Damit kann ich zuschlagen. Warum kann ich das mit der Kettensäge nicht? Aber es jetzt komplett verkehrt ist, aber das ist mir gerade egal. Ich will jetzt meinen Frust ablassen. Ich will dich jetzt verprügeln. Na, jetzt bleib doch mal hier. Lass dich schlagen. Da können deine Kollegen mich so häufig anfrieren, wie du willst. Du kriegst jetzt mit der Gitarre ein auf den Dötz. So, jetzt haben wir ein bisschen kräftig hier. Irgendwas stimmt hier sowieso gerade nicht so. Na gut, muss ich mal gucken. Mal schlau machen, woran das jetzt liegt. So.
gleich hast du es hinter dir. Ich hätte gern gesehen, wie viel die Kettensäge ausrichtet. So. Und jetzt der letzte Schlag hier. So, und wer ist jetzt von euch der Kryo-Alien hier? Du. Bleib doch mal hier, ich bin schon festgefroren. So. Na gut. Ist fehlgeschlagen. Passiert. Keine Ahnung. Wie gesagt, ist halt scheiße, wenn die Kettensäge jetzt nicht funktioniert. Ich mich jetzt darauf verlassen habe. Naja, gut. Ich schluck jetzt meinen Frust einmal runter. Ich sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.